Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Inge aus dem schönen Kulmbach in Oberfranken geht. Die Inge hat all die Debatten um die Frage allgemeine Impfpflicht versus einrichtungsbezogene Impfpflicht verfolgt und schreibt mir jetzt: Was ist das denn für ein Wirrwarr? Ihr wart als Bayern doch immer fürs Impfen. Warum setzt ihr jetzt die Impfpflicht in den Pflegeeinrichtungen aus? Was soll das denn? Ja, liebe Inge, eine auf den ersten Blick sehr berechtigte Frage, die ich gerne beantworte, auch im Hinblick auf die einigermaßen irritierende Medienlage zu dieser Debatte. Und ich beantworte sie zunächst einmal mit der klaren Aussage: Wir waren in Bayern mit unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU nicht nur fürs Impfen. Wir sind nach wie vor fürs Impfen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Impfung unser Tor zur Freiheit ist, unsere gemeinsame Chance, diesen ganzen Wahnsinn, diese Corona-Pandemie hinter uns zu lassen und uns unser altes Leben wieder zurückzuholen. Weshalb also diese Verzögerung bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen, dieser partiellen Impfpflicht in Bayern, die nur in den Pflegeeinrichtungen gelten soll und ja auf Bundesebene zunächst einmal beschlossen worden ist? Aus mindestens zwei Gründen, liebe Inge. Zum einen deshalb, weil es nicht genügt, politisch zu sagen, wir hätten jetzt gerne, so wie der Bundesgesetzgeber das getan hat, dass diejenigen, und das ist ja wirklich wichtig, die an vulnerablen Gruppen, an kranken Menschen, bei den Senioren arbeiten, auch geimpft sind. Natürlich und selbstverständlich hätten wir das gerne. Aber es genügt halt nicht, sich das nur zu wünschen, sondern man muss dann auch definieren, wie so etwas umgesetzt werden kann. Was es also bedeutet, wenn eine Pflegekraft jetzt sagt, ich lasse mich trotzdem nicht impfen. Verliert ihr dann ihren Job? Gibt es dann ein Betretungsverbot? Wann geschieht das? Was ist die Rechtsfolge? Wer kommt für die Kosten auf, die dabei entstehen? All das hat der Bundesgesetzgeber, der den frommen Wunsch geäußert hat, dass man sich dadurch bitte impfen lassen soll, bis heute noch immer nicht geregelt. Und deshalb ist es ein schäbiges Manöver zu sagen, wir haben das im Bund mal definiert und ihr Länder, ihr überlegt euch mal, wie ihr das umsetzt. Gerade dann, wenn man es in der Form, wie es jetzt beschlossen ist, eigentlich gar nicht umsetzen kann. Das ist der erste Grund, weshalb wir da mal aus Bayern mit dem Finger aufgezeigt haben und gesagt haben, liebe Ampelkoalition in Berlin, so wie ihr euch das gedacht habt, so funktioniert es nicht. Bitte macht das besser. Nicht, weil wir dagegen wären, dass Menschen geimpft sind, die ihren Patienten und mit alten Menschen zusammenarbeiten, sondern weil wir es auch wirklich umsetzen können wollen und dafür die Voraussetzungen aus Berlin benötigen. Ja, und der zweite Grund für unsere Skepsis, liebe Inge, ist derjenige, dass man, glaube ich, nicht annehmen darf, dass eine Impfpflicht, die einzig und allein für Menschen, die in der Pflege arbeiten, gilt, am Ende des Tages geeignet ist, um Corona final zu besiegen. Das ist in etwa so, wie wenn man durchs Land ziehen würde und sagen würde, wir senken jetzt die Unfallzahlen auf den bayerischen Autobahnen, indem wir dann Tempolimit einführen, das ausschließlich gilt für Feuerwehrautos und für Krankenwagen. Das wird so nicht funktionieren. Wer A sagt, der muss am Ende des Tages auch B sagen. Wenn wir einzig diejenigen, die in den Pflegeeinrichtungen, die an der Front gegen Corona jeden Tag für uns kämpfen, mit dieser Impfpflicht belegen, dann wird es dazu führen, dass der Personalnotstand in dieser Branche noch größer wird, dass wir weiteres Personal, das wir dringend brauchen, verlieren, dass aber insgesamt die Impfquote nur in einem überschaubaren Maße steigt. All das hört auf, wenn es beispielsweise eine allgemeine Impfpflicht geben würde. Denn dann macht es keinen Sinn, meinen Pflegeberuf zu verlassen, wenn sowieso die Impfpflicht für alle gilt, so wie auch im Pflegeberuf. Und deshalb ist dieses Schwert nur dann scharf, wenn derjenige, der A sagt, wie die Ampelkoalition in Berlin, bei der partiellen, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, am Ende des Tages auch B sagt, bei einer allgemeinen Impfpflicht und das auf den Weg bringt, was da in Aussicht gestellt worden ist. Mindestens aber sich mal klar positioniert, gibt es denn jetzt so eine allgemeine Impfpflicht oder gibt es keine? Und das, liebe Inge, ist der zweite Grund, warum wir sagen, nur einrichtungsbezogen, nur zu Lasten derjenigen, die derzeit vor uns jeden Tag an der Corona-Front kämpfen, ist es ganz sicher der falsche Weg. Und alles weitere, Inge, das kommt ja in Berlin im Moment nicht auf den Weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Ampelkoalition, die ist über den Status des gemeinsamen Selfie-Machens noch nicht so richtig hinausgekommen. In Wahrheit ist es doch so, dass diese Ampel noch in einer Betriebsstörung ist. Mir kommt das vor, als würde die irgendwie blinken außer Betrieb und auf der Kreuzung vor der Ampel, überall, wo wir jetzt endlich mal abbiegen müssten,
im Sinne der Pandemiepolitik in Richtung allgemeine Impfpflicht oder nicht allgemeine Impfpflicht, in Richtung, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen und Monaten und wie geht es auch weiter in Richtung des nächsten Herbstes. Da herrscht auf dieser Kreuzung Chaos, weil niemand eine Ansage macht und weil derjenige, bei dem man angeblich im Wahlkampf Führung bestellen konnte, unser neuer Kanzler Olaf Scholz, irgendwie einen Lieferengpass hat bei dieser Führung. Dieser Hashtag Wo ist Olaf ist ja schon legendär geworden. Niemand weiß so genau, wo der Bund hin will. Und die Länder sind gezwungen, die Scherben dessen, was da am Berliner Chaos produziert wird, zusammenzukehren und das bei den Menschen in unserer Heimat in Bayern auszubaden. Und das ist es, was wir als bayerische Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU so nicht mit uns machen lassen. Wir brauchen jetzt einen klaren Plan, eine klare Richtung in zwei Phasen. Zunächst einmal für das Frühjahr, für den Sommer, wo es jetzt ja Gott sei Dank angesichts von Omikron wieder etwas komfortabler aussieht. Da müssen und da werden wir den Menschen jetzt Freiheit wieder zurückgeben. Wir gehen da aus Bayern heraus auch bei diesem Rückweg zurück in die Freiheit genauso bundesweit voran, wie wir vorangegangen sind beim Weg in den Schutz für die Menschen in unserer Heimat. Ich denke, es wird kommen wie in den letzten Jahren. Es wird uns der Bund dann in wenigen Wochen und Monaten wieder nachmachen. Aber unser bayerischer Weg ist gesetzt. Wir haben das auch diese Woche im Bayerischen Landtag schon beschlossen. Es gibt jetzt in Bayern ganz massive Lockerungen, deshalb, weil es die Lage jetzt zulässt. Aber wir setzen in Bayern halt nicht nur auf Freiheit, sondern wir setzen auch auf Verantwortung und auf Vorsorge. Denn solange die Impfquote in anderen Ländern dieser Erde so niedrig ist, wie es leider noch immer ist, solange kann uns ja niemand garantieren, dass wir nächsten Herbst nicht eine neue Mutation sehen, die dann vielleicht so ansteckend ist wie Omikron, aber so gefährlich wie Delta. Und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Dann geht es wieder in den Lockdown und dann geht es wieder in die Freiheitsbeschränkungen. Und das müssen wir verhindern. Deshalb dürfen wir jetzt nicht nachlassen beim Impfen. Deshalb müssen wir also an die Seite der Freiheit fürs Frühjahr, für den Sommer auch noch zusätzlich dieses Momentum der Vorsorge, der Verantwortung für den nächsten Herbst, für den nächsten Winter stellen, sodass wir nicht von einem Corona-Winter in den nächsten rauschen und irgendwie die Lebenswirklichkeit so wird, dass im Sommer alles ganz normal ist und im Winter immer wieder Corona-Beschränkungen sind. Das ist uns in Bayern sehr klar und deshalb setzen wir das in Bayern auch um. Wir haben jetzt beschlossen, das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit neu auszubalancieren für das Frühjahr, für den Sommer. Aber wir erwarten halt schon auch, dass die Vorsorge auf Bundesebene betrieben wird, dass es klare Regeln gibt für die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und dass es auch endlich eine Ansage gibt, gibt es jetzt eine solche allgemeine Impfpflicht oder gibt es die nicht und wenn ja, für wen gilt die dann und ab wann? Das ist die Aufgabe der Ampelkoalition, die jetzt endlich mal ins Arbeiten kommen muss, ins Geschirr muss, wie man in Bayern sagt und nicht weiter als Betriebsstörung Chaos auf der Kreuzung generieren muss. Das ist unser Anspruch, den haben wir sehr, sehr deutlich gemacht. An einem Beispiel, das war deine Frage, Inge, dem Beispiel der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, aber auch generell im Hinblick auf die Corona-Politik diese Woche hier bei unserer großen Generaldebatte im Bayerischen Landtag. Und ich meine abschließend, wenn die anderen Bundesländer und die Bundesregierung sich einmal mehr, wie das ja in der gesamten Pandemie immer und immer wieder der Fall war, orientieren würden am bayerischen Weg, dann wäre es gut für die Menschen in Deutschland. Jedenfalls ist es gut für die Menschen in unserer Heimat, was wir jetzt als bayerische Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU auf den Weg gebracht haben. So viel, liebe Inge, zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer. Postet sie entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.